Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es mein persönliches Fazit zum Google Pixel 7 Pro, dem neuen Flaggschiff aus dem Hause Google, die ja letztes Jahr einen Relaunch ihrer Pixel-Reihe gestartet haben. Mit dem Pixel 7 Pro nimmt man das, was man mit dem Pixel 6 Pro gemacht hat, und verfeinert es. Ich möchte euch im heutigen Video erzählen, ob sich das Upgrade lohnt, ob es sich vielleicht auch allgemein lohnt, zu einem Pixel-Smartphone zu wechseln und wie ich allgemein das aktuelle Flaggschiff von Google einschätze. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefällt oder weiterhilft, würde ich mich persönlich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Das hilft dem Kanal und mir persönlich weiter. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Fangen wir natürlich wie immer damit an, was für viele auch natürlich entscheidend ist, wenn sie sich heute ein Flaggschiff kaufen. Wie ist es verarbeitet und wie sieht es aus? Bei einem High-End-Flaggschiff, und das wäre natürlich sonst die Ausnahme, kann ich euch erzählen, das ist sehr gut verarbeitet und auch in diesem Fall fühlt es sich hochwertig an mit dem Glas auf der Front und der Rückseite und dem Rahmen aus Aluminium. Neu ist jetzt übrigens auch, dass der Kamerabuckel, also hinten, übergeht in den Rahmen und ebenfalls aus Aluminium ist, was nochmal so eine Ecke hochwertiger als beim Pixel 6 Pro aussieht und mir persönlich nochmal ein bisschen besser gefällt. Fühlt sich ehrlich gesagt durchaus gut an. Womit ich weiter nicht ganz klar komme, aber das ist nur so eine subjektive Sache, ist, dass der Power-Button über den Lautsprecher-Buttons auf der rechten Seite ist. Da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man das andersrum platziert, da das die meisten Hersteller so machen. Aber das ist nochmal so eine Kleinigkeit, die mich persönlich bei Pixel-Smartphones im Alltag immer ein bisschen stört. Das OLED-Display ist weiterhin sehr gut, kann bis zu 1500 Nits hell werden. Im Alltag sind es dann maximal um die 1000 Nits. Aber um die Helligkeit muss man sich hier keine Sorgen machen. Die Blickwinkel sind gut, die Schwarzwerte sind gut. Es gibt übrigens natürlich auch eine Always-On-Funktion, sprich ihr seht immer irgendwie einen Inhalt, der auf dem Display angezeigt wird, auch wenn es im Standby-Modus ist. Und da gibt es von meiner Seite durchaus Pluspunkte. Ich glaube, das dürfte wieder ein Panel von Samsung sein. Da hat man wirklich ein gutes Display eingekauft. Und was mir im Vergleich zum Modell von letztem Jahr auch auffällt, ist, dass die Seiten etwas weniger stark gebogen sind. Meiner Meinung nach könnten sie auch gerne komplett flach sein. Das ist natürlich immer so eine subjektive Ansicht, aber sie sind nicht stark gebogen, sehr dezent. Damit kann ich durchaus auch noch leben. Die Kamera war immer das große Highlight der Pixel-Reihe und das ist auch in diesem Jahr nicht großartig anders. Die Hauptkamera überzeugt mich persönlich wieder auf ganzer Linie, liefert sehr gute Ergebnisse, liefert sehr gute Nachtaufnahmen. Es gibt neue Spielereien, die ich jetzt nicht alle hier aufzählen würde, da das den Rahmen sprengen würde, aber ich finde es schön, wie Google die Kamera kontinuierlich optimiert und das trifft auch auf die Ultraweitwinkelkamera zu. Auch die liefert sehr gute Ergebnisse. Nicht die besten bei Android-Flaggschiffen. Ich finde zum Beispiel, dass Oppo da weiterhin nochmal so eine kleine Ecke vorne ist, aber im Großen und Ganzen bin ich damit sehr zufrieden. Das große Highlight in diesem Jahr ist allerdings weder die normale noch die Ultraweitwinkelkamera. Da hat sich gar nicht so viel getan und ich sehe ehrlich gesagt im Vergleich zum Pixel 6 Pro keinen gigantischen Unterschied, aber die Zoom-Kamera hat ein ordentliches Upgrade bekommen. Die löst jetzt nicht mehr auf, aber Google hat daran gearbeitet, dass sie bessere Ergebnisse liefert. Es gibt weiterhin einen fünffachen statt vierfachen optischen Zoom. Also es geht nochmal ein Stückchen näher ran, was vermutlich auch für viele schon fast schon ein bisschen zu weit ist. Deswegen hat man das Ganze so gemacht, dass die Zwischenstufen innen drin, also der zweifache und dreifache Zoom, mit KI arbeiten. Da nutzt Google also die Periscope Zoom Kamera, die Hauptkamera, kombiniert das Bild und mit KI bekommt ihr da entsprechend hochwertiges Bild. Und ich muss auch sagen, dass vor allem auch der zweifache Zoom fast schon aussieht, wie wenn man da eine zusätzliche Telekamera verbaut hätte. Das kann Google wirklich sehr gut mit KI lösen. Finde ich auch beim iPhone eine prima Sache. Die Kameras lösen in der heutigen Zeit eher sehr hoch auf. Da kann man durchaus auch auf die Telekamera für den zweifachen Zoom verzichten und das Ganze mit KI lösen. Beim dreifachen Zoom sieht es ähnlich aus, aber wovon ich wirklich auch beeindruckt bin, ist der fünffache Zoom. Ich werde euch jetzt hier auch mal Bilder im Vergleich mit dem iPhone 14 Pro einbinden. Einfach zwei Bilder werdet ihr jetzt nach und nach sehen. Da könnt ihr euch auch mal kurz einen eigenen Eindruck machen. Und ich weiß aber nicht, wie YouTube das Ganze jetzt komprimiert. Es ist immer ein bisschen schwierig, das Ganze hier rüber zu bringen. Da geht meistens dann im Detail die Schärfe verloren. Und das kommt nicht so rüber, wie ich das hier im Alltag sehe. Aber vielleicht überrascht es euch jetzt. Und da könnt ihr auch nochmal kurz zurückspulen zum anderen Bild, wenn ich euch sage. Das eine Bild ist mit dem dreifachen Zoom des iPhone 14 Pro gemacht. Ich war etwas näher am Objekt dran. Und das andere Bild
Ich war weiter mit dem Pixel weg, ist mit dem fünffachen Zoom gemacht und ich finde, es liefert dennoch eine etwas bessere Qualität. Und das zeigt für mich persönlich einfach auch, A, das iPhone, dass Apple endlich mal zu einer Periscope-Kamera wechseln sollte, um einen besseren Zoom zu bieten, aber dass Google auch bei der Zoom-Aufnahme ganz oben mitspielt. Mir ist der fünffache Zoom tatsächlich oft etwas zu viel, finde ich persönlich ein bisschen schade. Eine Stufe weniger hätte ich noch besser gefunden, aber im Großen und Ganzen ist das eine wirklich sehr gute Zoom-Kamera, die man dieses Jahr verbaut hat. Kommen wir zur Performance, sprich zum neuen Chip, dem Google Tensor G2. Und da habe ich gemischte Gefühle. Fangen wir vielleicht damit an, was A einige interessiert, das ist die Performance, wobei die meiner Meinung nach auch mit der heutigen Zeit in den Hintergrund rückt. Und da muss ich sagen, habe ich keinen Unterschied zu dem Snapdragon der 8, Chips der 8er Reihe festgestellt. Also Snapdragon 8 Gen 1 bietet vielleicht bei manchen High-End-Spielen etwas mehr Performance, wird übrigens aber auch sehr warm dabei. Da habe ich jetzt aber allerdings ehrlich gesagt nicht den Anspruch an ein Smartphone. Sowas nutze ich persönlich nicht. Und mir sind auch ehrlich gesagt noch keine Android-Spiele bekannt, die so einen Chip komplett ausreizen. Im Alltag, bei den Alltagsdingen, habe ich keinen Unterschied bei der Performance festgestellt. Da muss ich auch sagen, dass das seit 2 bis 3 Jahren kein persönliches Thema mehr für mich ist. Aber es gibt noch etwas, was man bei einem Chip bemängeln sollte oder feststellen oder kritisieren sollte, wenn man ihn betrachtet. Und das ist die Effizienz. Sprich, die wirkt sich dann direkt auf die Akkulaufzeit aus. Und da muss ich sagen, habe ich festgestellt, dass das Pixel 7 Pro nicht ganz so gut wie andere Smartphones in dieser Art mit etwa 6,7 Zoll und 5000 mAh sind. Da habe ich festgestellt, im Standby-Modus vor allem verliert man doch ein paar Prozentpunkte mehr als mit einem vergleichbaren Testmuster, was ich gerade auf dem Tisch habe, was den Snapdragon 8 Plus Gen 1 hat. Ich glaube, der Tensor G2 wird wieder von Samsung produziert, nagelt mich da nicht fest, aber das ist ja auch so ein Kritikpunkt der Exynos-Reihe. Nicht tragisch, ich komme sehr gut über den Tag. Das Gerät kann schnell mit bis zu 30 Watt geladen werden. Es gibt kabelloses Laden, aber was die allgemeine Effizienz im Alltag angeht, da ist bei den Chips noch ein bisschen Luft nach oben und ich hoffe da vor allem in erster Linie, da ja Samsung mit Google mit Samsung zusammenarbeitet, dass sich da vielleicht noch ein bisschen was tut. Thema Android, Kernelement natürlich von Google. Android 13 ist hier die Basis. Material U ist die Oberfläche von Google. Gefällt mir persönlich sehr gut. Ich würde sogar behaupten, dass es für mich die persönlich schönste Android-Oberfläche auf dem Markt ist. Aber ich habe auch in diesem Jahr den gleichen Kritikpunkt wie im letzten Jahr. Kein großer Kritikpunkt, aber vor allem beim Flaggschiff möchte ich anmerken, es gibt 3 Major-Updates, die Google garantiert und 5 Jahre bei der Sicherheit. Mit den 5 Jahren wirbt man natürlich sehr stark, da das theoretisch gesehen das iPhone-Level ist, aber 3 Major-Updates sind nicht State of the Art in der Android-Welt. Da bietet Samsung noch ein Jahr mehr. Und da würde ich von Google ehrlich gesagt mittlerweile erwarten, dass sie da eben mitziehen mit Samsung-Flaggschiffen oder vielleicht sogar sagen, hey, wir überbieten Samsung, wir entwickeln Android, bei uns gibt es die vollen 5 Jahre. Dann würde man auch endgültig mit dem Apple iPhone mitziehen. Das wäre was, was ich mir vielleicht noch für die Pixel-Reihe wünschen würde. Noch ein paar Kleinigkeiten. Es gibt gute Stereo-Lautsprecher, vor allem der untere Speaker ist wirklich gut, aber der Speaker in der Hörmuschel oben ist eher durchschnittlich, kennt man von den Android-Flaggschiffen heutzutage, wenn sie einen dünnen Rand oben haben, da ist das Pixel 7 Pro keine Ausnahme. Eine Sache, die letztes Jahr viel Kritik bekam, ist der Fingerabdrucksensor unter dem Display. Der ist jetzt deutlich schneller, deutlich zuverlässiger, muss ich sagen. Also es muss ein anderer Sensor sein oder Google hat das irgendwie so optimiert, dass es endlich vernünftig im Alltag zu nutzen ist. Es ist nicht der allerschnellste Sensor, aber es ist ein Sensor, mit dem ich persönlich sehr gut leben kann. Und was jetzt endlich neu ist, ist auch Face Unlock, sprich die Frontkamera wird zum Entsperren des Gerätes benutzt. Es gibt keinen 3D-Sensor auf der Frontseite, wie das bei alten Pix-Modellen teilweise der Fall war. Sprich, ihr könnt das nur zum Entsperren des Gerätes benutzen, aber nicht für sichere Dinge wie zum Beispiel Google Pay. Und Google hat auch bestätigt, dass diese Funktion mit dem G2 zusammenhängt. Man wollte das ja schon beim Pixel 6 Pro ausrollen. Allerdings wird es das exklusiv für das Pixel 7 Pro und auch für das normale Pixel 7 geben. Und eine Sache, die ich jedes Jahr bei Google erwähne, aber die mir einfach auch wichtig ist, ist ein guter Vibrationsmotor. Es ist nicht ganz die Haptic Engine des iPhones, aber es ist sehr, sehr nah dran. Ich finde, das haptische Feedback ist wichtig bei einem Smartphone, wenn man es in der Hand hält. Und das macht die Pixel-Reihe sehr gut. Sonstige Dinge, die euch vielleicht interessieren können, ist, dass es jetzt LPDDR5 RAM gibt. Es gibt auch noch eine Version mit 512 GB Speicher, die kommt aber nicht nach Deutschland, zumindest so der aktuelle Stand. Die Frontkamera mit 10,8 Megapixel ist gut. Auch teilweise sehr gut, wenn das Licht gut ist und die KI von Google gut arbeitet. Es gibt USB Typ C 3.2 Gen 2.
Wir haben wieder einen Ultra-Breitband-Chip verbaut, sprich zum Beispiel, wenn ihr ein entsprechendes Auto von BMW zum Beispiel habt, dann kann das Google Pixel diesen Standard nutzen, um das Auto zu entsperren und ihr könnt es auch damit starten. Es gibt eine Dual-SIM-Funktion, die aus einer normalen SIM und aus einer eSIM besteht und es gibt Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2. Außerdem, und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit eigentlich bei den meisten Herstellern auch Standard, natürlich eine IP68-Zertifizierung. Wie lautet mein persönliches Fazit zum Google Pixel 7 Pro? Es ist ein sehr gutes Flaggschiff und in vielen Bereichen hakt es auch alles ab, was ich von einem Flaggschiff erwarte. Ich glaube, die größte Schwäche ist eigentlich der Chip, wobei ich den persönlich nicht als extrem große Schwäche sehe. Nur bei der Effizienz würde ich mir einfach wünschen, dass die Tensor-Reihe dann doch noch zu der Snapdragon-Reihe aufschließt. Das wäre aber eigentlich so das Einzige, wo ich sagen würde, ja, da kann Google nochmal optimieren. Bei den anderen Dingen, Kamera, kabelloses Laden, IP-Zertifizierung, da ist wirklich alles verbaut. Und jetzt kommt der für mich persönlich ehrlich gesagt größte Pluspunkt erneut bei den Pixel-Smartphones. Er war es schon letztes Jahr, aber mit Blick auf die Preiserhöhung der Konkurrenz ist das mittlerweile schon ein ziemlich extrem starkes Argument. 899 Euro, das waren mal sehr viel, aber in der heutigen Zeit, wo selbst OnePlus für sein Modell 999 Euro verlangt, ist das wirklich sehr, sehr attraktiver Preis für ein Flaggschiff. Und wer jetzt noch rechtzeitig dieses Video schaut und vielleicht sich überlegt, die Vorbestelleraktion bis zum 17. Oktober mitzunehmen, der bekommt hier noch eine Google Pixel Watch dazu geschenkt. Und zwar nicht in der WLAN-Version, sondern tatsächlich in der LTE-Version für 430 Euro. Wenn man jetzt noch sein altes Smartphone verkauft, vielleicht die Pixel Watch auch noch günstig los wird oder vielleicht auch selbst nutzen möchte, dann ist das ehrlich gesagt schon fast der Preis von der Mittelklasse. Und das ist keine Mittelklasse, das ist wirklich Flaggschiff-Level, was Google hier bietet. Und ich muss sagen, preislich gesehen ist das wirklich vielleicht sogar das attraktivste Android-Flaggschiff in diesem Jahr. Ich mag das Google Pixel 7 Pro. Ich würde mir wünschen, dass sie endlich auch noch mehr Marketing dafür machen, dass es noch mehr Mainstream ankommt, noch mehr bei den Netzbetreibern etc. beworben wird. Da hält sich Google immer noch so ein bisschen zurück, denn ich glaube, das hier ist eine hervorragende Alternative für Samsung, Xiaomi etc. Und bei vielen Dingen, wie gesagt, liefern sie ja sogar auch noch besser ab als die meisten Konkurrenten. Also in diesem Sinne, es gibt von meiner Seite eine Kaufempfehlung, vor allem dann, wenn ihr noch die Vorbestelleraktion mitnehmen könnt. Das lohnt sich definitiv nochmal mehr. Und das soll es von meiner Stelle auch gewesen sein. Falls ihr Fragen habt, stellt mir diese gerne in den Kommentaren. Das Pixel 7 Pro begleitet mich noch eine Weile und es wird auch mit Sicherheit noch Videos auf diesem Kanal geben. Also lasst auch gerne ein Abo da, falls euch das interessiert. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.